Hallo an die Geräte zu Hause. Es ist der 23. Dezember und wir haben rund 23 Uhr, also einen Tag vor Weihnachten. Ich bekam eine interessante Anfrage, sogar gleich dreimal, ob ich nicht diese Liste, die jetzt hier vor euch liegt, ob ich die nicht nochmal updaten könnte. Und das habe ich dann mal spaßeshalber gemacht. Ich muss sagen, ich fand es sehr interessant, was da rausgekommen ist. Deswegen wollte ich in diesem Film nur nochmal ganz kurz über diese Liste sprechen, die ich am 10. Dezember gemacht habe. Da habe ich die gezeigt. Das hier ist die chronologische Ordnung, also wann die All-Time-Highs waren, also DAX, MDAX, Eurostock 23.01., SMI hat es am 24.01. und so weiter. Und erst ganz zu Schluss, und das hatte ich in dem Film auch gesagt, die amerikanischen Indizes, die brechen erst jetzt. Ja, das war Nasdaq 1.10. und die Highs von Dow Jones und Standard & Poor's waren am 3.10. Wie gesagt, das ist jetzt vom 10. Dezember. Und diese Kurse, die wir jetzt hier rechts sehen, ich weiß, meine Schrift ist grauenvoll, sind vom 21.12. Da hat der DAX sage und schreibe nur 1,1% verloren. Das ist von allen Indizes, die ich hier anzeigen werde, war das die beste Leistung, also vielmehr der stabilste Ansatz. Der MDAX hat nochmal ein bisschen was verloren, aber von 18,2 auf 21,6. Das haben aber viele hier. Das ist nichts Neues, und zwar der Eurostoxx von 14,4 auf 18,8. Das ist auch ordentlich. Ja. Der SMI hat sogar in den letzten Wochen deutlicher verloren, fast 4% auf 13,3 bezogen auf das Jahreshigh. Der IBEX, der war auch relativ schwach. Mit 21% geht er jetzt vor Weihnachten aus dem Rennen von 17,2. Das fand ich ganz interessant. Der MIP, also Mailand, der hat gar nicht so viel verloren. Der war sogar noch relativ gut, ne? 1,7%, das ist auch nicht viel. Gut, jetzt ist Italien gilt als, sagen wir es mal, bereinigt. Das ist von daher, vielleicht ist das der Grund. Da war ich jetzt überrascht. CAC 40, nur 17,1 von 15,3 auf 17,1. Mit dieser ganzen Gelbwesten-Geschichte, der hätte ich wirklich gedacht, dass der deutlicher nachgibt. Das hat mich überrascht. Das finde ich also ziemlich positiv. Der FTSE mit dieser ganzen Brexit-Geschichte nur auf 16,1 runter von 14,4. Auch das fand ich erstaunlich. Ich kann das Wort Brexit schon nicht mehr hören. Muss ich wirklich sagen, jeden Tag steht es in der Zeitung. Der TecDAX hat auch ein bisschen Gas gegeben, 3% weiter nach unten, ja, von 17,5 auf 20,4. Ja, und jetzt geht's los hier. Also der Nasdaq, fettes Minus, ja, von 14,4 auf 21,5%, ja, innerhalb von 10 Tagen oder vielmehr 11 Tagen. Kalendertagen, noch nicht mal Handelstagen. Der Dow Jones von 9,9 auf 16,8 und der Standard & Poor's von 10 auf 17,5. Also nur aufgrund dieses Vergleiches hier kann man halt jetzt sagen, Amerika wurde abverkauft und Europa hat sich insgesamt erstaunlich gut gehalten. Das soll jetzt kein Indiz dafür sein, dass wir jetzt hier irgendwie eine Trendwende bekommen, dass wir nächste Woche bei, was weiß ich, 11.500 stehen. Das ist nicht der Fall. Aber es zeigt zumindest, dass sich das, wenn Sie jetzt einfach mal die Zahlen hier vergleichen, hier ist 21, hier sind wir um die 20,4, hier auch 21,5, 21,6, 21,8, das hat sich alles ziemlich nivelliert. Also das zwingt mich dazu, ich meine, ich wollte das eh machen, dass ich in den nächsten Tagen, aber nicht morgen, am 24., mache ich mal einen Ausblick, vielleicht nicht aufs Jahr von den einzelnen Indizes, aber mal auf die nächsten 3 Monate. Ich habe mir also vorhin schon mal die Amis angeschaut. Das ist nach wie vor ziemlich gruselig, was da passiert. Jetzt mit dem Shutdown, tja. Ich habe schon Streiks erlebt, da ging die Aktie steil. Gerade bei Thyssen kann man das mal nachfolgen. Und ich habe Streiks erlebt, da ging die Aktie ganz bitterbös runter. Auch Thyssen, ja, gleicher Wert. Einmal so bewertet, einmal so bewertet. Lufthansa ist genau das Gleiche. Ich kann das nicht einschätzen. Shutdown, was das letztendlich heißt, muss ich ehrlich sagen. Das hat man so auch nicht bisher gekannt. Das war ja nur mal irgendwann vor ein paar Jahren, für ein paar Stunden, aber das war es dann auch. Das ist neu. Ja, kann ich nicht mit umgehen. Also ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen, werde ich hier zu den größeren Indizes, klar, DAX, wahrscheinlich auch MDAX, IBEX bestimmt vielleicht auch. Doch, ja, IBEX werde ich machen. Auf jeden Fall TecDAX, Nasdaq, Dow Jones, Standard & Poor's. Werde ich also so einen Ausblick geben für die nächsten 3 Monate. Vielleicht 6 Monate, muss ich gucken. Ein ganzes Jahr, ja, da muss ich erst den Monat abwarten, wie dann letztendlich wirklich die Kerze vom Monat geworden ist. Werde ich nicht, aber tatsächlich insgeheim denke ich mir gerade noch, was den Dow angeht.
Irgendwann kommt in den nächsten Monaten die Headline, dass die ganze Trump-Rally wieder verpufft ist, back to breakout, irgendwo 17.500. Und dann weiß ich auch genau, was der nächste Tweet ist von ihm. Ja, ich habe es gut gemeint, aber die Fed hat ja die Zinsen erhöht. Sowas in der Art wird dann kommen. Also das kann ich mir vorstellen. Das liegt relativ nahe. Also gut, das wäre jetzt noch ein ganz kurzer Film hier zu dem Vergleich. Ich hoffe, das hat die Anfrage soweit befriedigt. Und ich mache in den nächsten Tagen, mache ich dann die Indizes auf längere Sicht. Ich wünsche euch was und vor allen Dingen frohe Weihnachten. Ja, nichts mit Happy Trading, nicht in den nächsten Tagen. Alles Gute, frohes Fest, viel Spaß, ganz viele Kalorien. Bye, bye.